Den Frieden des Herrn Gemeinde. Wenn wir denken, dass wir nichts haben, um dem Herrn zu danken, dann ist es, wenn er uns zeigt, was er wirklich in unserem Leben tut. Ich möchte nicht viel Zeit nehmen, aber ich möchte von Anfang an anfangen. 2016, als ich angefangen habe zu arbeiten, und meine Arbeit ist wirklich hart, und ich hatte einen Hammer. Und ich habe gespürt, wie ich keine Luft hatte. Und ich musste immer aufhören. In 2017 wurden meine Kollegen und ich gerufen zu einem Arzt von der Berufsgenossenschaft. Und ich hatte noch nie so eine Lungenuntersuchung gemacht. Und an diesem Tag habe ich die Untersuchung gemacht. Und ich konnte nicht das erreichen, was die Ärztin von mir abverlangte. Ich habe es 2-3 Mal versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Und die Ärztin schickte mich dann zum Hausarzt und sagte, ich soll direkt zum Kardiologen. Aber mein Deutsch war damals wie heute nicht so gut. Und ich hatte nicht wirklich verstanden, was sie mir gesagt hatte. Und dort war keiner, der für mich übersetzt hat. Und habe dann damals nicht die Untersuchung gemacht, die sie mich gebeten hat. Und im Jahr drauf war ich wieder dort. Ich alleine. Und die Ärztin fragte mich nach der Untersuchung, die ich gemacht haben sollte. Und ich hatte diese Untersuchung nicht gemacht. Und sie bat mich dann, bitte diese Untersuchung zu machen. Und dann habe ich es dann gemacht. Ich habe ein EKG gemacht. Und habe dann auf dem Fahrrad ein Langzeit-EKG machen dürfen. Und schon damals sagte der Arzt, ich darf nicht mehr auf der Baustelle arbeiten. Mas eu continuei a trabalhar. Aber ich habe weiterhin gearbeitet. Mas a minha situação foi piorando. Aber die Situation ist dadurch natürlich, es hat sich verschlimmert. Eu agora tinha alturas que eu queria andar. Ich hatte Momente, als ich laufen wollte. E eu tinha que parar no caminho. Und ich musste auf halber Strecke stehen bleiben. Uma vez eu ia à minha casa. Und eines Tages war ich auf dem Weg in den Supermarkt zum Rewe. Sozinho. Alleine. Eu senti-me tão mal. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Eu peguei no telemóvel, liguei ao Patrick. Ich habe das Handy genommen und habe Patrick angerufen. Patrick, queres vir tomar comigo café no Rewe? Und ich fragte ihn, möchtest du einen Kaffee trinken mit mir beim Rewe? Não porque eu naquela hora estivesse a precisar do café. Nicht weil ich den Kaffee gebraucht hätte. Eu estava-me a sentir mal. Ich habe mich aber unwohl gefühlt. E ele disse-me que eu não posso. Hoje tem. Ele disse-me que tinha qualquer coisa para fazer. Und er sagte damals, ja, ich kann leider nicht, weil ich habe etwas zu tun. Então, este ano para adiantar mais. Aber um zum jetzigen Zeitpunkt zu kommen. Eu andei a fazer exame já aqui em Stuttgart. Habe ich Untersuchungen hier in Stuttgart gemacht. Eine Lungenuntersuchung. Und der Arzt hat mich wieder gebeten, ein EKG zu machen. Und das haben wir im Januar gemacht. Und die Ärztin sagt, es ist alles gut. Aber sie hat mich gebeten, nochmal so einen Belastungstest zu machen. Foi feito no dia 8 deste mês. Und das haben wir dann am 8. dieses Monats getan. Eu tava meio. Und ich war auf der halber Strecke. E tive que parar. Und musste aufhören. Eu não conseguia mais. Ich habe nicht mehr geschafft. Eu não conseguia mais respirar. Ich konnte nicht mehr atmen.
Ihr merkt, dies mich stammt mal. Und die Ärztin sagte dann, es ist, sieht aber sehr schlecht aus. Desde janeiro até agora piorou muito. Seit Januar hat es sich sehr verschlechtert. Você tem que ir agora para o hospital. Du musst jetzt ins Krankenhaus. E eu não estava preocupado com a minha saúde. Und ich war nicht besorgt um meine Gesundheit. Eu estava preocupado com o meu trabalho. Ich war sehr besorgt um meine Arbeit. Preocupado com os meus patrões e com o meu colega. Besorgt um meine Kollegen und meine Chefs. Eu disse, os meus patrões agora têm tanto trabalho e não têm pessoal para trabalhar. Und ich dachte nur, sie haben gerade so viel Arbeit, aber sie haben kein Personal, um die Arbeit abzudecken. E ela disse assim. Und sie sagte, sente-se um pouco. Setz dich ein bisschen. Que eu vou fazer um telefonema. Und ich werde einen Anruf machen. Enquanto ela estava a fazer um telefonema. Und solange sie diesen Anruf gemacht hat. Eu peguei no meu telemóvel e fiz um telefonema também. Habe auch ich mein Handy genommen und habe einen Anruf gemacht. Ich konnte aber falar com essa pessoa. Und als ich mit der Person gesprochen habe, hat die Ärztin mich gerufen. Eu fui ter com ela ao escritório. Ich bin zu ihr ins Krankenhaus, ins Büro gegangen. E ela disse, se você quiser ir agora, tem um termino hoje às 11 horas. Und sie sagte, wenn du möchtest, hast du heute noch einen Termin um 11 Uhr. Se não quiser ir hoje, tem que esperar mais duas semanas. Wenn du nicht heute gehst, dann musst du zwei Wochen warten, ne? Eu perguntei à médica. Und ich fragte sie, se ela podia falar com a pessoa que eu estava a falar. Ob sie das der Person erklären kann, die bei mir am Telefon war. Ela disse-me que sim. Und sie sagte ja. Eu perguntei se a pessoa depois, você pode ir comigo para o hospital? Und ich fragte sie, kannst du mit mir zum Krankenhaus gehen? Ela disse-me que sim. Und sie sagte ja. Cheguei no hospital. Und wir kamen im Krankenhaus an. Eu já sabia o que era dar sangue. Und ich wusste schon, was es bedeutet, Blut zu nehmen. Mas nunca tinha visto uma máquina a trabalhar dentro de nós. Aber ich hatte noch nie gesehen, wie eine Maschine in uns funktioniert. Ver a sonda, uma sonda a trabalhar dentro do nosso corpo. Wie so eine Sonde durch unseren Körper durchgeht. Eu estava triste. Und ich war natürlich entmutigt, traurig. Mas enquanto o médico estava a controlar o meu coração. Aber als der Arzt mein Herz analysierte. Eu comecei a cantar. Habe ich denn angefangen zu singen? Eu comecei a cantar. Minha vida está nas mãos do Senhor. Und ich habe dem Herrn gesagt, mein Leben ist in deinen Händen. É assim que o Senhor quer, que nós confiemos nele. Und so will es der Herr, dass wir einfach ihm vertrauen. E o médico disse-me no fim. Und der Arzt sagte mir am Ende. Você agora vai mudar de cama. E vai ficar aqui conosco. Du wirst jetzt dein Zimmer wechseln und wirst bei uns bleiben. Eu estava a sair e disse pro enfermeiro. Und ich sagte zu dem Pfleger. Deve ter uma amiga à minha espera. Da müsste jemand auf mich warten. E quando eu saí do quarto para fora. Und als ich aus dem Zimmer hinausgegangen bin. Estava a irmã Arlete. War dort Schwester Arlete. Isto foi numa sexta-feira. Das war an einem Freitag. E estava também minha esposa. Und auch meine Ehefrau war dort. Desde sexta-feira, dia que minha esposa vai fazer a dialyse. Denn freitags macht meine Ehefrau immer ihre Dialyse. E eu tinha mais uma preocupação. Und ich hatte eine weitere Sorge. No domingo era eu que devia estar aqui a dirigir o culto. Denn an demselben Wochenende, am Sonntag, hätte ich dir den Gottesdienst leiten sollen. Sexta-feira. Und am Freitag. A médica disse-me. Sagte mir die Ärztin. Você amanhã vai fazer uns exames. Du wirst morgen ein paar Untersuchungen machen. Ist das certo, você vai para casa. Und wenn alles gut geht, dann kannst du nach Hause gehen. Eu estava preocupado. Ich war besorgt. No sábado de manhã, a enfermeira foi lá comigo, tirou-me sangue mais uma vez. Und am Samstagmorgen kam die Krankenschwester und hat nochmal Blut genommen. E passava talvez uma hora, veio comigo. Und nach einer Stunde kam sie zu mir. E disse-me. Und sagte. Sonel, você pode ir embora para casa. Sie können jetzt nach Hause gehen. Ela perguntou-me se eu queria lá almoçar. Sie fragte mich noch, ob ich dort Mittag essen will. E depois virei embora. Und danach gehe. Eu disse, eu vou já agora. Und ich sagte, nein, nein, ich gehe sofort. Eu já tinha falado com o irmão Isaac.
Ich hatte bereits mit Bruder Isaac geredet. Ob er noch Unterstützung braucht. Ich konnte sie lá do hospital. Aber als ich aus diesem Krankenhaus hinausgegangen bin, sagte ich ihm, Bruder Isaac, wenn du meine Hilfe brauchst, ich bin bereits auf dem Weg nach Hause. Amen. Amen. Mas o Senhor nos prova. Aber der Herr prüft uns. Eu fiquei uma semana em casa. Ich war eine Woche zu Hause. No fim da baixa fui trabalhar. Und nachdem die Krankmeldung vorbei war, bin ich wieder zur Arbeit gegangen. E não foi trabalho fácil. Und es war nicht einfach, diese Arbeit. Cada vez que baixava e levantava, jedes Mal, wenn ich meinen Kopf nach vorne streckte oder nach unten schaute, musste ich mich gut halten, denn es war, wie mein, als wäre mein Kopf ohne Gleichgewicht. E andei assim toda a semana. Und so ging es mir die ganze Woche. Mas o Senhor é tão bom. Aber der Herr ist so gut. Aquilo que não podia fazer, das, was ich anfänglich nicht tun konnte, agora eu posso fazer. Kann ich jetzt tun. Eu não podia correr. Ich konnte nicht rennen. Eu não podia trabalhar. Ich konnte nicht arbeiten. A falta de ar que eu sentia, mir hat immer die Luft gefehlt. Para a honra e glória do Senhor, agora aber não sinto. Zu Ehre und Ruhm des Herrn. Para a honra e glória do Senhor, zu Ehre und Ruhm des Herrn. Spüre ich davon nichts mehr. Na quarta-feira eu trabalhei o dia todo, sem problema nenhum. Am Mittwoch habe ich den ganzen Tag ohne jegliche Beschwerde arbeiten können. Bin no transporte para casa. Ich war auf dem Weg nach Hause. Meu estômago começou novamente a doer. Da hatte ich plötzlich Magenbeschwerden. Eu fiquei novamente a ficar sem falta de ar. Und plötzlich hatte ich, wie wenn ich keine Luft hätte. E nesse dia era o culto em casa da irmã Rosália. Und an diesem Tag war der Gottesdienst in dem Haus von Schwester Rosalia. Eu saí do autocarro para ir para minha casa. Ich bin aus dem Bus nach Hause. Se eu andar bem, eu demoro 2 ou 3 minutos. Wenn ich normal laufe, dann brauche ich 2-3 Minuten, ne? E naquele dia demorei talvez 10 minutos. Aber an dem Tag habe ich fast 10 Minuten gebraucht. Eu dava 2 passos e tinha que parar, que eu não tinha mais ar, não conseguia mais andar. Ich habe 2 Schritte gemacht und musste wieder stehen bleiben. Ich konnte nicht laufen. É assim que o Senhor nos prova. Aber so prüft uns der Herr. Se eu fosse a fazer naquele dia a minha vontade, eu tinha ficado em casa. Wäre es nach meinem Willen gegangen, wäre ich an diesem Tag zu Hause geblieben. Não, eu tomei duche. Aber ich habe geduscht. Com as minhas poucas forças. Mit meiner wenigen Kraft. Dei de roupa. E fui para casa de Rosália ao culto. Und bin zum Gottesdienst zum Haus von Schwester Rosalie. Voltei para casa. Und ich kam nach Hause. Descansei o meu corpo. Konnte ausruhen. E na quinta-feira de manhã, levantei-me. E fui trabalhar. Bin ich zur Arbeit gegangen. Sem problema nenhum. Ohne jegliche Beschwerde. Amém. Amém. É assim que o Senhor nos põe à prova. So prüft uns der Herr. Se nós estamos doentes, wenn wir krank sind, vamos ao médico, gehen wir zum Arzt. Confiando no Senhor, que é o médico dos médicos. Vertraue auf den Herrn, denn er ist Arzt über alle Ärzte. Amém. Amém. Obrigado, irmã Igreja. Danke, Gemeinde. Desculpa pelo tempo.